Nach diesem Sonnenfinsternis bildet sich ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist kein einfacher Aspekt. Und zwar, das ist Sonne, Quadrat, Pluto. Und das wird nämlich sein vom 16. Oktober bis zum 26. Oktober. Das sind volle 10 Tage. Der Höhepunkt von dieser Energie erreicht am 21. Oktober. Das werden kritische, emotionale Tage sein. Wir werden auch inneren Stress fühlen. Vor allem sind wir Menschen im Einfluss der Umstände und dem Willen anderer Menschen ausgesetzt. Deswegen achtet drauf, mit wem ihr zu tun habt, mit wem ihr kommuniziert und wer versucht, über euch die Macht zu übernehmen, Kontrolle zu übernehmen. Es ist so ein Aspekt, der viel Ärger und viele, viele Verletzungen bringen kann. Verletzungen, auch körperliche Verletzungen. Aber auch materielle Verluste und Schäden verursachen kann. Und wir Menschen neigen dazu, durch irgendwelche manipulativen Eingriffe, irgendwelche Intrigen, durch irgendwelche Machtspielchen Energie zu verlieren. Also auch da schützt euch sehr gut. Versucht am besten geschäftliche und kommerzielle Geschäfte, Verträge, und irgendwelche Kooperationen wirklich auf das Minimum zu halten. Zum Thema Gesundheit, es ist tatsächlich ein Krisentransit und gesunde Menschen sollten besonders vorsichtig sein, wenn die irgendwelche Berufe haben mit Maschinen, wenn die Menschen irgendwo Experimente durchführen und vor allem am öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, und Folge von irgendwelchen Unfällen und Naturkatastrophen sind nicht ausgeschlossen. Um euch das Ganze zusammenzufassen, wird Sonne Quadrat Pluto als ein sehr kritischer Transit bezeichnet für Ehe, Partnerschaft, Familie und für persönliche und familiäre Beziehungen, dass da wirklich etwas zum Ausbruch kommen kann, dass man da sehr verletzlich ist, dass man enttäuscht werden kann, dass das Ego einfach ausbricht, weil Sonne bedeutet auch Ego, dass wir da sehr, sehr verletzlich uns fühlen werden. Es kann auch zu einer erzwungenen Trennung kommen, wo ein Partnerteil einfach sagt, ich kann nicht mehr, ist vorbei, ich kann nicht mehr, es ist zwischen uns, es wird nicht mehr funktionieren, dass da sehr viele Trennungen stattfinden können. Bruch von Beziehungen, Verletzungen, Scheidungen. Ja, der sexuelle Bedürfnis nimmt tatsächlich zu. Aggression und Wut kann steigen, wenn man sich mit diesen Energien ab und zu mal konfrontiert. Und die Kommunikation mit euren Partnern kann zu Wutausbrechen kommen, zu Eifersucht, zu Streitigkeit, zu Konflikten und vor allem auch Besitzansprüche. Und als Abschluss, meine lieben Mütter, ihr neigt dazu, rücksichtslos gegenüber euren Kindern zu sein. Also, dass ihr mal schreit, dass ihr mal wütend seid. Also versucht euch da ein bisschen zusammenzureißen, damit eure Kinder nichts abbekommen, was die Kinder für die Zukunft prägen kann. Und zwar negativ. Fazit, das ist ein Transit der partnerschaftlichen Konflikte, Brüche, Auseinandersetzungen und Scheidungen. Wenn du dich schon immer für Astrologie interessierst und auch die Prognosetechnik lernen möchtest, inklusive Astropsychologie von A bis Z, dann lade ich dich sehr gerne zu meinem Jahreslehrgang, der im Februar 2024 startet. Alle Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich bei dir. Tschüss. Thank you.